Wir verwenden ja seit 2017 als erste und auch einzige Viszeralchirurgie in Deutschland das Hyperspektral-Imaging. Das ist ein ganz neues Bildgebungsverfahren, das wir im OP anwenden für die Perfusionsmessung, also die Durchblutung von Anastomosen, also Neuverbindungen am gesamten Magen-Darm-Trakt, also Speiseröhre, Magen, Dünn, Dickdarm, Mastdarm. Das Ganze dient letztendlich der Patientensicherheit, weil wir dort Spektren sichtbar machen können, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und eine gute Durchblutung ist die Voraussetzung dafür, dass diese Neuverbindungen, zum Beispiel nach großen Krebsoperationen, auch gut heilen. Ganz aktuell haben wir einen neuen minimalinvasiven Turm bekommen, der zusätzlich diese Funktion der ICG-Darstellung hat. ICG ist indocyanin-grün, das heißt, wir können kleinste Gefäße, Durchblutungen, Perfusionen auch in leuchtend grünen Farben darstellen. Also in den ersten Wochen der Anwendung konnten wir sehen, dass wir noch bessere Ergebnisse erzielen konnten bei unseren Eingriffen am Magen-Darm-Trakt. Und man muss sagen, die neuen Imaging-Verfahren verlängern die Operation nicht wesentlich. Die Messungen dauern nur wenige Sekunden, das heißt wenige Sekunden mehr Operationszeit, aber eine deutlich erhöhte Patientensicherheit und eine bessere Präzision in der Chirurgie. Wir sind momentan die erste und auch die einzige Viszeralchirurgie in Deutschland, die diese neuen Imaging-Verfahren auch in der Kombination anwendet. Und wir arbeiten auch sehr eng mit dem ICAS zusammen, dem Innovation Center for Computer Assisted Surgery, und erarbeiten derzeit mit den dortigen Software-Ingenieuren Algorithmen, um möglicherweise auch Tumore besser zu erkennen und Gewebeklassifikationen durchzuführen. Also nicht nur die Durchblutungsmessung der neu verbundenen Darmanteile, sondern auch hinsichtlich besserer onkologischer Radikalität für unsere Tumorpatienten.